Sprengstoffexperten haben in der Kieler Innenstadt eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Nach weniger als einer Stunde hatten die Kampfmittelräumer ihre Arbeit im Stadtteil Düsternbrook erledigt. Also die Entschärfung lief wirklich erstaunlich glatt. Also das Einzige, was wir hatten, die eine Übertragungsladung war ein bisschen festgegammelt. Die machte die ersten Umdrehungen ein bisschen Schwierigkeiten, aber danach ließ sich auch gut rausdrehen. Also insgesamt war das wirklich eine glatte, gelungene Entschärfung. Zur Entschärfung wurde das dicht besiedelte Wohngebiet in einem Radius von 500 Metern evakuiert. In dem Bereich leben gut 3000 Menschen in etwa 2000 Haushalten. Ab 15 Uhr zur Verfügung. Ich habe die Tür zugemacht und habe gesagt, hoffentlich sehen wir uns wieder. Die 250 Kilogramm schwere britische Bombe war am Dienstag bei Bauarbeiten in einem Garten gefunden worden.